willkommen. Es ist Samstagnachmittag, 16.15 Uhr ZDF. Bei uns wird gekocht und ich habe einen tollen Gast eingeladen. Heute nicht bei Freunde fürs Leben, heute bei Freunde in der Küche. Herzlich willkommen, Bernd Herzsprung. So. Lieber Bernd, wir werden heute was zubereiten, was hoffentlich nicht nur uns beiden schmeckt. Ein Rinderfilet in einer schönen Pfeffer-Honigkruste mit Couscous und glasierten Schalotten. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, wer isst schon gerne Schwarzwälder Kirschtorte, wir machen die Torte ins Glas. Verstehen. Schwarzwälder Kirschtorte im Glas. Aus dem Glas. Soll man das trinken oder essen? Nee, das kann man essen. Das kann man essen. Okay, sehr, klingt alles sehr verführerisch. Ich bin also wahnsinnig neugierig. Wir beide werden das machen. Ich bin mal gespannt, ob der Horst denn auch kochen kann. Horst. Aber selbstverständlich werde ich auch kochen können, aber ich darf erst mal hier vorstellen, womit ich heute die Ehre habe und Sie im Fernsehen natürlich auch, mit einer wunderschönen jungen Frau, Comedianstar, fast Doktor geworden, ne? Model, alles mögliche und kochen kann sie auch noch, Janine Kunze. Und wir werden, ja, danke schön. Und wir werden trotzdem kochen, und zwar eine rote Fischsuppe. Wunderbar schnell zu machen. Rote Fischsuppe hört sich ja spannend an. Du hast gesagt, allein das Rezept liest sich so, als wenn es einfach wäre. Und sie wird sehr lecker sein. Dann werde ich machen ein fantastisches, glückliches Tierchen, gebraten mit Curry, mit einem Gemüsefond, ein geschnetzeltes mit Crème fraîche. Glaubt mir, das mit Reis zusammen, nachher aufgebaut, vorher das rote Fischsüppchen. Dagegen kann mein Freund und Sternekoch Johann Lafer leider Gottes heute nicht anstehen. Finde ich auch schade, hört sich aber wirklich so an. Da bin ich aber froh, dass ich auf Ihrer Seite bin. Trotzdem darf ich meinen Kollegen mal guten Tag sagen. Servus, Horst. Johann, es ist schön, dich zu sehen. Aber ich bin jetzt schon gespannt, Johann, warum du die Schwarzwälder Kirschtorte in ein Glas sperrst. Ne? Ja, gut, ich bin mal gespannt. Wir fangen schon mal an zu kochen. Wir fangen an. Ja? So, was mache ich? Bestimmt ganz Öl erst da rein, oder? Ein Tropfen Öl in diesen Topf. Porree fein geschnitten. Nein, ein Tröpfchen. Dann Knoblauch in feine Scheiben schneiden. Porree andünsten in dem Öl mit dem Knoblauch zusammen. Tomatenmark dazu. Tomaten würfeln, auch mit dazugeben. Auffüllen mit einem Fischfond, Deckelchen drauf ziehen lassen. Dann werden wir wunderschönen frischen Schellfisch in grobe Würfelchen schneiden und nachher dabei decken, damit es langsam aber gar zieht. So richtig schön mit Weißwein und Gedöns. Ich habe Hunger. Janine, ich habe so einen Hunger. Mal. Ich werde so, hier drüben mal anfangen. Johann, wie lange braucht eigentlich 8 Minuten Reis? Ja, das stand hier auf der Packung drauf, die musst du nur abmachen. Bei dir dauert der bestimmt 16 Minuten, bei mir dauert der 8 Minuten. Also lieber Horst, ich mache jetzt hier auch etwas schon zusammen mit dem Bernd. Und zwar, er macht die Kirschen für den Schwarzwaldbecher. Er ist hier dabei, gerade Zucker zu schmelzen, braunen Zucker für die Kirschen. Was wesentlich komplizierter ist, als das Fleisch zu braten. Nein, das ist alles kein Problem. So, was? Und hier wird der gerade Rinderfilet angebraten in der Pfanne. In was, in Öl oder Fett? Hier Olivenöl. Gell? Olivenöl, okay. Man kann auch Butterschmalz hier nehmen. So. Ich denke, wir werden das viel in den Ofen schieben, das bei geringer Temperatur garen. Hier kann man sehen, dass der Zucker vollkommen von alleine schmilzt. Man muss nichts machen. Yeah, okay. Nicht umrühren, nicht mit dem Finger reinfassen, sondern einfach stehen lassen. Ja? Dann haben wir hier schöne Kirschen, und zwar Sauerkirschen, aufgedaut und den Saft hier aufgefangen. Ja. Und mit diesem Saft gießen wir das nachher auf. So. Vielleicht kann man nebenbei noch kurz etwas Pfeffer stoßen. Ich habe hier vorne. Ist da Alkohol drin in den Saft? Noch nicht. Nein. Das ist nur der reine aufgedaute Saft. Was passiert jetzt? Hier kommt Pfeffer rein, und zwar schwarzer und weißer Pfeffer. Ja. Und den jetzt ganz fein stoßen, bitte. Ja. Stoßen. Ja, schön zu mörsen. Johann, ich habe da mal eine Frage, weil du weißt ja, ich lerne hier ununterbrochen. Bitte. Wann nimmst du eigentlich eine beschichtete oder eine unbeschichtete Pfanne? Also ich nehme jetzt hier für das zum Beispiel eine unbeschichtete Pfanne, weil ich finde, dass in der Edelstahlpfanne man Fleisch besonders gut braten kann. Stimmt, da brennt direkt an, das sehe ich da vorne. Hey. Da hast du Röststoffe nachher. Nein. Guck mal, ist das schön an, schön hier. Ja. Hat eine schöne Farbe da. Wunderschönes Fleisch. Guck mal, das würzen wir dann mit Salz jetzt hier. Ja. Aber erst nach dem Würzen, also nach dem Anbraten würzen. Sag mal, der Pfeffer soll pulverisiert sein. Oh, ja, oder was? Zucker ist schwarz hier, auch was. Zucker. Ach, der Zucker ist schwarz? Nein, nicht schwarz. Gar nicht. Guck mal her. Er war nur braun. Aber man muss hier mal diesen Neiferkehrt hier unterstellen. Sonst Pfeffer, soll der Pfeffer pulverisiert sein? Schon, oder? Schon etwas, noch ein bisschen mehr. Okay. Reinknallen. So, Horst, guck mal, hier, wir können.
So, jetzt kassieren wir hier das Filet. Schön mit diesem Pfeffer. Guck mal. So. Ja. So, und dieses Filet wird jetzt dann schön im Ofen gegart mit diesem Pfefferaroma. Und gehen noch mit den Chilischoten oben drüber. Ja. So. Okay, super. Was so. Machen wir mit der Soße hier? Lass mir jetzt einkochen, muss man mehr kochen da. Okay. Das was draufgefallen, hier, ja. Das darf nicht drauffallen hier. Auf High, haben wir schon auf High. Ja, so. Gut. Jetzt einkochen lassen, gell? Jetzt kann man auch reinmachen hier Zimtstange, Nelken ja. Da vorne und auch Sternanis. So, und jetzt die ganze Stange oder was? Die kann man ganz reinmachen, ja klar, mitkochen. Okay. So, und ich zeige jetzt mal den Zuschauern etwas, was wichtig ist. Wenn man so ein Filet gart wie das hier, dann sollte man das bei geringer Temperatur garen und zwar auf einem Backblech. Mit Gitter drauf. Guck mal, wenn ich das mal so zwischenwerfen darf. Ja. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Und du weißt, wie schwer mir fällt, sowas zu sagen. Ja, aber das sieht toll aus. So, jetzt schieben wir das einfach in den Ofen rein. Und das ist. Bitte? Ist das schon fertig? Nee, es kommt jetzt in den Ofen rein. Ja. Bei 130 Grad ungefähr. Ich hoffe, es ist neu fertig. Janine ist so schnell, innovativ, die hat dieses Rezept jetzt schon so abgewandelt, dass ich sagen muss, wir brauchen nicht mehr darauf achten, was wir kochen. Nein! Meinst du quer oder die aber das riecht doch jetzt, super! Es riecht toll, oder? Aber ich glaube eher, das ist dein Deo. ja. Du willst sagen, das riecht nicht gut? Doch, doch, doch. Weißt du, was das ist? Das ist der Knoblauch, der ein bisschen angebrannt war, weil du mir diesen Hightech-Herd hier auf 180 direkt gestellt hast. Auf 10. Ach, hör doch auf. Johann, ich erkläre dir mal ganz... Nee, kannst du noch nicht probieren, nee, ist doch noch nichts drin, Johann. Da ist doch noch gar nichts drin, ich erkläre kurz, was bis hierhin passiert ist. Ein wenig Öl erhitzen. Nee, das kann, Knoblauch in Scheibchen geschnitten, geh du rüber. Porree mit angebraten. Ich habe hier eine Kamera. Fischfond. Dann kommt... Oder was? Mit dem Messer? Oder wie holst du das? Darf ich dir mal so unters Messer fahren? Ich freue mich. Ein wenig Zitronensaft rein. Nein, das darf er noch nicht doch, probieren. Er hat Hunger. Ja, aber ist ja noch nichts drin. Ist das gerade wirklich die falsche Suppe? Also unglaublich, diese Herrschaft. Das ist doch wirklich. Mit euch kann man wenigstens vernünftig arbeiten. Also, Öl, Knoblauch, Porree, Gemüsebrühe, Ruhe, Zitronensaft. Wo ist da der Fisch? Jetzt kommen die, der Fisch kommt zum Schluss rein, sonst ist der doch Matsch. Ja, das ja, ist japanisches so Kochen. So transparent, wie das aussieht, so schmeckt es auch. Also entschuldige, Horst, wie bist du eigentlich zum Kochen gekommen? Kannst du mir das mal sagen? Ach, guck mal, das ist jetzt, das wird eine Spitzensuppe, Freunde. Eine Spitzensuppe wird das. Wartet mal ab, wenn die fertig ist. Weißt du, und der Mensch war mir in der Umkleide echt? Sowas von sympathisch. Ja. Ja. Er war so nett, er war so freundlich. Ich wolltest du nicht mal Comedian werden? Sag mal, ich hab mal eine Biografie von dir gelesen. Da, wolltest ja. Da hattest du angegeben, du wolltest mal Comedian werden, oder? Ja, gibt es denn überhaupt so ein Dings von mir? So eine, wie heißt, was hast eine du? Eine Biografie. Biografie. Ja, eine Vita, habe ich so da. Ja, also nur weil Johann die Lehre fertig machen durfte und ich nicht, heißt das noch lange nicht, dass mein Essen nicht lecker ist. So, passt. Ja. Mach du dein Zuckergedöns da. Wie kriege ich das hier raus? Wie kriege ich das hier raus? Wir haben ja den Kirschsaft, ja? Mit Sternanis und jetzt hier. Die Vanilleschote hat richtig aufgeschnitten, aber jetzt muss man das hier so rausschauen. So. Ach so, naja, gut, nichts leichter ist das. Kommt das gar nicht auf. Ja, okay. Das kann ich auch. Dann hier mitkochen. Aha. Ich habe vorhin gefragt, wer zu Hause kocht. Wer kocht da? Zwei Töchter? Wenn sie zu Hause sind, schon mal. Ja, aber in der Regel meine Frau oder ich. Die eine Tochter ist ja sehr erfolgreich mit dem neuen Film da. Gerade Bayerischen Filmpreis. In der Tat. Der Vater ist stolz, oder? Schon seitdem sie auf der Welt ist, ja, das stimmt. Ja, aber wenn man so einen Erfolg hat, auch in der Öffentlichkeit. Ja, klar, natürlich. Das ist ein, was Besonderes. Das ja? ist schon was Tolles gewesen. Erst einmal, sie hat gerade Premiere gehabt mit dem Film und sie ist hervorragend im Feuilleton aller bedeutenden deutschen Tageszeitungen beschrieben worden, skizziert worden. Also, das ist schon was ganz Tolles, was sich da abspielt. Auf die Reise begeben hat. Da müssen wir mal sehen, wohin die Reise führt. Wunderbar. So, jetzt die Vanilleschote dazugeben. Super. Ich habe jetzt hier für den Couscous heiße Hühnerbrühe und gebe jetzt einfach instant Couscous dazu. Und lasse ihn hier mal kurz quellen. Ja. Okay. Kurz heißt was? Couscous ist also eine... Nein, ich meine, wie lange quellen? Wie lange das dauert ungefähr jetzt so maximal. Ich würde mal sagen, ja, die habe ich schon eingepresst. 10 Minuten dauern. Wie lange muss das hier noch brutzeln? Das ist gleich fertig jetzt. Tun wir gleich nochmal etwas Stärkemehl dazu. Bei den Kirschen. So, Kirschen und Stärkemehl haben wir hier. Johann. Ja, bitte. Du weißt ja hoffentlich, dass man keinen Knoblauch pressen darf. Was? Ja? Knoblauch nur schneiden
niemals pressen. Der fasert aus und wird bitter. Ich habe hier übrigens jetzt wunderbare Datteln. So habe ich im Gesprächsstoff weggenommen. Gilt das auch für Datteln die, das auch für in die einer Pfanne. Fein geschnitten. So zusammen oder ist das extra so? Das wissen nur Sterneköche. So. Johann, warum kleben Datteln so zusammen? Das waren eben noch feine Streifen, weißt du? Wegen dem Zucker vielleicht. Ja, ich karamellisiere jetzt auch Zucchinis. Freue mich. Mit frischem Knoblauch. Wiesenchampignons. Schön angehen lassen. Jetzt werde ich unser glückliches Rind aus dem Kühlschrank holen. Jetzt guckt er schon wieder. Warum kleben die Datteln so zusammen, Johann? Die waren vorher in Streifen. Die haben Angst vor dir, die ziehen dich zusammen. Meinst du, die ziehen dich zusammen? Wollen wir den mal über die Schulter gucken hier? Guck mal, wie geht denn das? Muss man da singen, bis der runtergeht? Nein, du musst das, ja, die Finger schon länger draufhalten. Ah! Ja, das ist auch schwierig. Ich hätte keine Ahnung, nicht? Als Blondie ging das ja wohl jetzt super fix, oder? Hallo, Entschuldigung. Sie kocht nämlich sehr viel zu Hause, mit ihrem Mann zusammen. Mit meinem Mann zusammen. Und diesem Mann, wie lange bist du schon zusammen mit ihm? Was kocht sie denn? In Trinken oder was? Bitte was? In was? Umgehen. Im sechsten Jahr schon. Im sechsten Jahr schon. Ja, für mich ist das eine absolute Wahnsinnszeit. Ja. Weil bei mir ging das immer rückläufig. Erster Freund waren 4 Jahre, dann ging es 3, 2, 1,5. Und mein Mann hat mir dann nach 6 Wochen einen Heiratsantrag gemacht. Hat wohl irgendwas dabei gedacht. Nach 6 Wochen? Ja. Der wusste, was mit dir passiert. Und also bei mir ist zum Beispiel so mit meinem Schatz, wenn ich nur ein paar Stunden weg bin, dann ruft die schon an, ob mir alles gut geht und so weiter. Und macht ihr das auch noch? Ständig. Wir telefonieren so oft, dass, glaube ich, alle am Set schon genervt sind. Weil ständig mein Handy klingelt und mein Mann ist dann dran. Ja. Und wir turteln auch noch ganz doll. Ihr auch? Ja, Wahnsinn. Ja. Ganz verrückt. Wir schreiben auch unanständige Mails und so. Kannst du mir da mal eine von schicken? Schicke ich dir. Kannst du dann an deine Frau weiterleiten. Ja. Schreib nur nicht Janine drunter. Sag mal, nein. Ja, das könnte dann ganz böse werden. Sag mal, Janine, warum habt ihr eigentlich, das habe ich ja gelesen, 3-mal geheiratet? Da müsst ihr euch mal vorstellen, ihr heiratet einen Mann 3-mal. Ich finde das sogar noch wenig. Ich könnte ja noch öfter. Na, wir haben thailändisch geheiratet erstmal. Ja. Thailand. In Thailand. Da ist Johann auch viel. Hat er gekocht? Und dann haben wir standesamtlich und kirchlich, wie man das so macht, ne? Als guter Katholik. Ich rühr mal, es wird so ein Schwarz hier. Ja, rühr mal. So. Bist du denn auch verheiratet? Ich war 2-mal. Ich fand die Partys klasse, aber jetzt mach ich das so. Kann er denn auch so gut kochen, wie seine Sprüche sind? Ja? Er kocht super. Ja? Ja. Ich bin nur ein bisschen hier, das war, glaube ich, irgendwas Alkoholisches. Fällt da nicht ab und zu mal, das ist doch alles artificial, nicht? Fällt da nicht ab und zu mal so, auch so ein Härchen in die Pfanne? Der ist knüppelhart, ich habe den eben schon mal angefasst. Knüppelhart? Ja, knüppelhart. Sie hat mich angefasst, da war es knüppelhart. Den Bart, den Schnäuzer habe ich angefasst. Den Schnurrbart. Den Schnäuzer und der war knüppelhart. Also, bei mir fallen keine Haare aus dem Schnurrbart. Was? Ja, bitte. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Schalottenschneiden bitte, hier. Das so schön rum. Ja. Ich habe übrigens auch die Haare schön zusammen, damit auch kein Haar in die Suppe fällt. Ist doch brav, oder? Da habe ich sie eben schon für gelobt. Johann, du hattest eine Frage an mich. Ja, ich vermisse heute bei dir den Alkohol. Ja, ich habe hier ein ganz verstecktes Fläschchen Weißwein stehen. Ich bin auch schon ein bisschen benommen, weil er das immer in das Essen gibt und ich atme das immer ein. Ich bin auch ein bisschen beleidigt, sage ich mal, dass wir hier nichts zu trinken haben. Gibt's hier nicht? Bietet sich da was an? Vielleicht doch, der Horst hat einen guten Weißwein. Komm her, den trinken wir jetzt. Der ist doch für meine Soße. Ach, ist doch egal. Also wenn meine Soße nichts werden sollte. Aber ich mach mal so wieder. Ja. Weil bei mir, ne? Hast du keine Geld? Roten habt ihr nicht, oder? Gläser. Soll ich mal den Herd runterstellen? Nee, wir ziehen das jetzt gnadenlos durch. Johann, das ist hier ein nichts für Rosso, die Montalcino oder sowas habt ihr nicht, ne? In Streifen. Ja, in Streifen bitte. Das mach ich das ist jetzt ja, zu spät. Das machst du richtig. Aber es brennt an. So, wenn ich doch runterdrehe. Ja, nein, nein, lass mal. Okay. Ich habe jetzt wunderschönes Rinderfilet. Hier. Das war das Stück, was dem Johann fehlte. In schöne, feine Streifen geschnitten. Die Gemüse mit den Datteln angebraten, raus aus der Pfanne. In der gleichen Pfanne das Rindfleisch kurz anbraten. Dann wird das abgelöscht gleich, wenn ich es gewürzt habe. Mit Alkohol. Mit Alkohol. Und zwar mit dem Weißwein. Ich hoffe, dass der Johann uns hier nicht komplett mopst. Dann kommt noch Creme fraiche dazu, die sehr gut zu dir passt. Ja, weil die ist so weiß und unschuldig. Ein wenig Salz und Pfeffer. Wahnsinn, der Mann. Und meine Damen und Herren, jetzt kommt etwas dazu, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Weil Johann Lafer, wissen Sie alle, ist ein genialer Koch. Er ist ein Genie, was Gewürze betrifft.
Wie dieser Mensch veredelt, ist unglaublich. Und ich habe heute hier seinen Curry. Den besten Curry, den Johann Lafer je gemacht hat. Es ist nur unglaublich schade, dass er ihn unter Pseudonym verkauft. Warum steht da Schubeck drauf? Ja? So. Also mit dem genialen Curry von Johann, kurz bestäuben, salzen, pfeffern. Jetzt kommt der Weißwein wieder dazu. Für die Soße. So. Alles für den Kunst, dann ist das schon in Ordnung. Okay. Boah, das riecht aber wirklich lecker. Ja, und dann kommt die Crème fraîche nach oben drauf. Magst du die rauskratzen? Ja, ich esse ja Crème fraîche gern auch mal so ein Töpfchen, ne? Ja, Johann. Machst du das auch schon mal? Das mache ich auch schon mal. Johann, würdest du uns beide mal bitte nicht stören? Wir sind hier gerade. Ich muss mal noch mal an dein Töpfchen hier. Ja, halt ruhig die Hand fest mit dem Töpfchen. Ja. Dann kommt der Zucker dazu. Das hat ja ein bisschen was Erotisches. Das kann ruhig hier länger dauern. Verrückt. So, jetzt kommt das Gemüse wieder mit dazu. Ja. Aber ich frage mich, was die zwei machen da drüben. Die machen durch die Gegend. Wir kochen. Wir kochen. Aber bei uns ist schon was im Topf, was man probieren kann. Hier ist was, das hat Hand und Fuß. Genau, jetzt werden wir den 8 Minuten Reis circa 12 Minuten ins Wasser geben. Reis? Ja. Was ist das denn für ein Reis da? Das ist 8 Minuten Reis, das stand auf der Packung drauf. Wahnsinn. Also, wir machen jetzt hier Folgendes. Ich habe jetzt den Couscous, wie gesagt, in der Hühnerbrühe da vorne eingelegt. Das heißt, der ist hier schon ziemlich aufgegangen, wie man das hier sehen kann. Ist weich geworden. Wir machen jetzt dazu Schalotten. Die werden erstmal geschnitten und dann werden die Schalotten karamellisiert mit etwas Zucker und mit Butter. Sag mal, Johann, wie bist du eigentlich zum Kochen gekommen? Das macht mich auch. Also. Das weiß kein Mensch. Ja, ich weiß auch, ich sag's dir gleich. Alle wissen nicht, dass du kochen kannst, aber keiner weiß, wie du dazu gekommen bist. War das eine Berufung? Oder, ich habe das früher als Kind zu Hause sehr gerne gemacht, bei meiner Mutter in der Küche. Ja. Und irgendwann, als ich an die Frage kam, was lernst du? Ja. Auch mich gleich lerne ich kochen, weil ich habe wirklich Spaß dran. Es macht mir sehr viel Spaß kochen. Das ist für mich ein wunderbares Hobby. Ja. Ich habe viel Beruf jetzt eigentlich, klar, damals. Was ist dein Lieblingsgericht? Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Salat. Verstehe. Das esse ich am liebsten. Wer macht die Bratkartoffeln? Ja, selber. Also, okay. Gute Bratkartoffeln. Das muss richtig steif sein. Hier ganz fest, ja, muss richtig steif. Bratkartoffeln ist eine Kunst, wirklich. Also Bratkartoffeln zu machen ist sehr schwer. Ja. Hast du Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Kleine Kinder, 6 Jahre und 12. Da muss ich aber inzwischen gehen. Hast du Kinder? Ja, okay, 21 und 17. Kompliment. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Und die anderen kenne ich nicht. So. Das habe ich dir zugetraut. Johann, eins muss ich dir noch ganz kurz sagen. Bitte. Auch wenn ich dir das ungern zugestehe. Ja. Aber wenn Sie das beste Wiener Schnitzel der Welt essen möchten, das ist jetzt kein Witz, ganz ehrlich. Bei Johann Lafer in der Stromburg ein Wiener Schnitzel essen. Eine Panade, die sich so abwirbt, hat man selten irgendwo gesehen. Weil, ich weiß ja den Trick mittlerweile, er rührt Schlagsahne unter das Ei für die Panade. Genau. Seit der Zeit bist du mir noch sympathischer. Wirklich, da müsst ihr essen. Das sind zwei solcher Lappen. Das ist unglaublich. Was machst du mit den Zwiebeln, Johann? Die kommen herein. Und zwar habe ich jetzt die karamellisiert. Das ist aber selten bei einem Schwarzwälder Kirschkuchen. Ja, klar. Was hast du eigentlich hier? Da hinten ist die Demarkationslinie. Ja, was hast du hier zu suchen? Sag mal, Johann, du bist doch verheiratet, ja? Bist du verheiratet? Wie lange schon? Ich bin verheiratet seit 90. Seit 90? Kompliment. Kompliment? Was heißt das? Ich wollte das nur einfach kommentieren. Die beiden Töchter. Dafür, dass du nie zu Hause bist, ist das doch eine ganze Menge schon. Was der alles weiß, du. Ist das okay jetzt? Ja. Oder, ja? Nee, da bitte mehr noch, bitte mehr. Aber willst du nicht fertig machen? Die Töchter. Die Töchter. Ja? Was machen deine Töchter? Gehen die noch zur Schule? Ich habe eine Tochter, die geht zur Schule. Okay. Der Sohn kommt jetzt in die Schule. Okay. Aber jetzt deine Töchter, kochen die auch richtig schon? Gut? Meine? Ja. Sie sind auf dem Wege dahin, sagen wir mal so. Ja? Ja, ja.
Ich versuche Sie zu motivieren, mal eine Schulung, eine Schule zu machen und eine Kochschule zu besuchen. Aber ja gut, Sie wollen das. Machen Sie auch die Kunst. Demnächst zum Beispiel. Ja, Sie machen schon. Aber es ist immer eine Frage des Timings, wie du weißt. Ja, das andere auch im Leben. Der Horst hat es zu probieren. Was ist das? Hat er? Ja, Johann, du darfst jetzt schon mal die Fischsuppe ein bisschen probieren. Die ist eine Sensation, ist die. Was? Nicht nur Wasser mit Knoblauch probieren. Und? Also, steifer kriege ich nicht. So. Hallo? Gut. Ist das was? So, möchtest du meinen Sushi auch mal probieren? Die ist ja wohl spitzenmäßig. Ja, guck mal, ich habe die erste Fischsuppe ohne Fisch. Ja, Johann, den bin ich doch hier gerade am Schneiden. Es wird ja noch besser gleich. Ich habe hier immer eine Kamera im Kopf. Also, ich mag überhaupt keinen Fisch. Da ist auch keiner drin. Ich habe ein großes Problem auch mit der Suppe, mit der Fischsuppe. Da ist doch kein Fisch drin. Kriegst du sofort eine Allergie. Das ist die erste Fischsuppe gegen Fischallergiker. Die kann man so essen. Also, da muss der Fisch oben drüber schreiben. Ja, der kommt ja auch jetzt oben drüber. Das wird ein Hammer, wenn die fertig ist. Janine, komm, wir lassen uns gar nicht berühren. Weißt du, was ich jetzt sagen muss? Ich habe diesen Herrn bewundert. Ich bewundere ihn immer noch. Er ist ein Charakterdarsteller vom Allerfeinsten. Aber einmal Schauspieler, immer Schauspieler. Hast du das Gesicht gesehen? Ja? Wahnsinn, oder? Ja. Wahnsinn. Nicht so ehrliche Häute wie wir beide. Ne? Wie wir beide. Das ist halt doof hier. Du kommst doch auch aus Köln. Das können wir jetzt entsorgen, oder? Ja, aus Köln. Sind sowieso die Besten. Das ist übrigens ein wunderschöner Schellfisch. Die Haut bleibt dran, ja? Die Haut bleibt dran, weil die wird gleich schön weich. Er hat keine Gräten mehr. Wollte ich gerade fragen. Keine Gräten. Er riecht nicht. Bitte? Wie heißt denn der Schellfisch? Wenn der aus dem Wasser will, schellt der vorher. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, daran liegt's. Aber jetzt kannst du mal lernen, Johann. Weil jetzt drehen wir die. Genau. Vorsicht, die Suppe, die übrigens traumhaft schmeckt und ohne Fisch könnte man die auch als Lauchcremesuppe verkaufen. Legen den Fisch schön oben drauf. Lassen ihn dann ganz vorsichtig gar dünsten. Und dann kommt dieser herrliche, zarte Fischgeschmack in die Suppe mit rein. Wunderbar. Und danach wird man auch verstehen, warum sie rote Fischsuppe heißt. Weil die Brühe so schön rot ist. Da muss man nicht über die Brühe erzählen. Eine Hand wäscht die andere. Und, ist das was? Sag's nur mir sagen, bitte. Ich bin ja immer ehrlich, das ist wirklich schweinelecker. Das ist eine Sensation. Ne? Was heißt hier schweinelecker? Was ist denn da jetzt drin? Janine, du hast doch jetzt das von mir probiert, ne? Ich bleibe trotzdem von mir, bei dir, Horst. Ja. Ich werde nicht von deiner Seite weichen. Möchtest du meinen Curry noch mal probieren, mein Geschmack? Sehr gerne, Schatz. Ich muss ja sagen, ich finde das großartig. Ich habe drei wunderbare Küche. Hier, also drei Männer, die mit mir am Herd stehen, hatte ich noch nie. Ist ja Wahnsinn, oder? Du, also wenn du uns fragen würdest, wir würden das fast täglich mit dir machen wollen. Also, Sie haben das gehört, ja? Alles klar, wenn wir das kurz schriftlich... Wenn du möchtest, koche ich dann auch. Ist doch unwichtig. Vorher oder nachher? Kochst du immer vorher oder nachher? Ich koche immer nachher, dann bin ich entspannter. Ich komme, Johann. Sag mal, muss da der Deckel drauf oder bleibt das so? Was? Entschuldige. Das müsste ein Deckelchen drauf. Muss, Johann, ne? Erklär. Ja, ich muss kurz. Moment, lenk nicht so viel ab. Weil Johann erklärt mir jetzt, was ich zu tun habe. Jetzt müssen wir jetzt mal die Zuschauer. Du bist zum Flirten hier, ich bin zum Kochen hier. Okay? Bernd, komm her, mach mal hier. Wir schaffen alles auf einmal. Bernd, bitte mach mal hier die Creme für die Kirschtorte, ja? Ja, okay. Ja. Mascarpone, Vanillezucker, dann Horst, ganz wenig Kirschwasser. Ja. Oh, das ist schön. Das ist schön. Und dann stampfen. Schön verrühren, Orangenschale dazu, Zitronenschale dazu und das Eiweiß drunter hin, bitte. Nur die Schale dazu. Genau. Und ich muss jetzt hier erstmal meinen Couscous weitermachen, indem ich. Sag mal, wo kommt eigentlich Couscous her? Kommt aus Tunesien oder Marokko. Und das heißt so, weil? Das kann dann aber nicht mehr frisch sein. Das kommt von Küsschen, Küsschen. Das ist eine Weizenzubereitungsart. Und das ist ein wunderbares, sehr nahrhaftes Produkt. Und ich gebe jetzt noch dazu hier Senf, Olivenöl, Zitronensaft. Also machst du Mayonnaise? Nee. Das schmeckt wirklich, hast du schon probiert? Zutaten sind nicht durch. Dann tun wir das jetzt hier schön aufmixen, ja. Und da vorne sind Nüsse. Kennst du die Nüsse hier, die da? Macadamia Nuts. Ich liebe die. Ich auch. Kommen aus Australien, sind super gesund, schmecken mir auch so lecker. Prima. Ja, sehr gerne. Da liebe ich ja bei Johanns Rezepten. Da muss man eine Weltreise machen zum Einkaufen. Das ist genial, ne? Ja. Die sind gut, ne? Gehen doch auch Haselnüsse. Schmeckt intensiv. Schmeckt intensiv. Die sind sehr lecker. Das war noch gar nicht fertig. Guck mal, es kommt auch noch da rein. Kommt auch noch da rein. Das heißt, es wird noch besser vom Geschmack. Ist ja schon verrückt. Komm, ich rühre mal bei uns. Ach so, hier. Ja. So, seid ihr mal fertig?
So, jetzt kommt noch dazu Frühlingslauch zu dem Couscous, also Olivenöl, Zitrone und Senf. Jetzt noch Frühlingslauch dazu. Messer, das ist ein bisschen, hast du ein kleines Messer für mich? Der schmeckt echt gut, ne? So. Ich muss das jetzt auch noch mal mit dem Senf probieren. Alles so. Schöne. Nee, pass auf. Nicht so. Hey, so. Abreiben. Wie abreiben? Du hast es mir nicht gesagt. Du willst ein ganzes Stück rausschneiden. Hast du mir nicht gesagt? Abreiben. Das ist ja nicht leichter als das. Damen und Herren, bei uns kann man ja auch schreiben, wenn man ganz spezielle Fragen hat. Ne? Fachlich werden die hochqualifiziert beantwortet. Es gibt ein altes bayerisches Sprichwort. Wer fragt, ist nur für 5 Minuten ein Depp. Wer nicht fragt, ein Leben lang. Also, deshalb muss man fragen. Deswegen rufe ich ja jetzt auch an. Ne? Also, das ziehe ich jetzt durch hier. Wenn du es dann. Unglaublich. Ich glaube, Daniela hieß sie. Wie hieß deine? Dagmar Binsel, Johann. Bitte? Die Frau Dagmar Binsel rufe ich an. Wie heißt sie? Dagmar Binsel, nicht Winsel. Binsel. Hallo? Binsel, hallo. Ja, schönen guten Tag, Frau Dagmar Binsel. Hier ist Horst Lichter am Telefon von Laver Lichter Lecker. Ich glaub's nicht. Doch. Schön, dass Sie mich mal anrufen. Das freut mich auch. Gnädige Frau. Ja, gnädiger Herr. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich mich gefreut habe, dass ich Sie anrufen darf. Ja. Wir haben so einen schönen Brief bekommen von Ihnen, dass Sie eine Frage an mich hätten. Was darf ich Ihnen denn fachlich hochqualifiziert beantworten? Genau, ich habe mal eine Frage. Ich weiß aber nicht, ob Sie oder der Herr Laver die mir beantworten können. Und ich hätte gerade Zeit, ja. Sie haben gerade Zeit. Okay, dann nehme ich Sie. Danke. Bitte, gern geschehen. Also, wir lieben es gerne etwas schärfer. Und daher koche ich oft mit Chilischoten. Ja. Dann kommt es manchmal vor, dass ich doch ein bisschen mehr von der Chilischote dran mache, als ich eigentlich wollte. Ja. Natürlich, aber bevor die Frage kommt, natürlich ohne Kerne. Also nicht, dass Sie jetzt fragen. Nein, hätte ich nie gefragt. Nein. Nö, gar nicht. Nein. Jo, jetzt hätte ich mal eine Frage, und zwar, wie könnte ich das Gericht dann so hinkriegen, dass es doch ein bisschen an Schärfe verliert, ohne dass ich jetzt mit irgendwas verlängere oder 10 Liter Wasser drauf mache? Bitte? 10 Liter Wasser drauf. Dann verliert es dann an Schärfe. Nee, dann nehmen Sie Sahne. Dann müssen wir Sahne ja eine ganze Woche toll. Das essen. Also, da habe ich keine Lust drauf. Also, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht eine Kartoffel mit reinreiben. Die Kartoffel nimmt ein wenig von der Schärfe auf, ansonsten mit Zucker nachwürzen, dass es ein wenig runder wird vom Geschmack. Aber der Johann ist schon am Tänzeln. Der hat da bestimmt auch noch eine ganz interessante Variante. Johann, was würdest du reintun? Also, guten Abend erstmal. Ich freue mich, dass Sie anrufen. Ja, hallo Johann. Oh! Ich darf ja wohl Johann sagen, oder? Oh, nein, das geht ja nicht. Was? Siehst du, wenn man ein cooler Koch ist, heißt man sogar Johann. Nee, ich hätte auch was sagen können zum Horst, aber... Da hat sie sich nicht getraut, bestimmt, oder? Also. Es gibt vielleicht noch einen kleinen Hinweis, der das Ganze ergänzt. Ich schlage vor, ein bisschen Joghurt mildert die Schärfe und auch Kokosmilch. Also beides hilft sicherlich in kleinen Mengen. Ansonsten ist es in der Tat so, wenn man zu scharf gewürzt hat, dann kann man eigentlich es nur entweder wirklich mit großen Mengen an Flüssigkeit verlängern oder man muss es so akzeptieren, wie es ist. Mehr kann ich leider, glaube ich, auch nicht dazu sagen. Also ich weiß schon, dass in der asiatischen Küche, dass man da das mit Kokosmilch, aber die habe ich leider nicht immer zu Hause. Also mit Joghurt oder eine Kartoffel reinreiben. Ja. Okay, aber der Horst, dann wissen Sie, der Horst hat mir letztes Mal gesagt, er verschickt gerne Sachen. Vielleicht schickt er mal eine Flasche Kokosmilch nach. Jo, wenn er mache, würde ich mich sehr freuen. Okay, also ich denke, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Viel Spaß weiterhin beim Kochen. Sie waren wunderbar beim Anruf und bis bald. Servus. Ja, ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ebenfalls. Danke, tschüss. Meine Mutter, hat früher mal gesagt, wenn man Reis kocht, darf man nie den Deckel abmachen. Nie. Sag ich auch. Danke. So, sonst hätte ich ja gedacht, meine Mutter hätte mir Quatsch erzählt. Um Gottes Willen, deine Mutter würde dir niemals Quatsch erzählen. Im Leben nicht.
Nie. Mama. So, ich möchte ganz kurz noch mal ernsthaft auf dieses Gericht eingehen, weil wir haben hier vorne probiert und ganz, ganz ehrlich, es ist sehr lecker. Wenn ich vielleicht einmal die Kamera bitten darf, in die Fischsuppe reinzukochen. Ist das eine Fischsuppe? Jetzt ist der Fisch wunderbar sanft gegart. Man darf sie nur nicht mehr umrühren, weil dann würde der Fisch zerfallen. Das heißt, jetzt lässt man die Suppe schön einfach ein wenig ruhen. Sie bleibt heiß in dem Topf und es kann nichts mehr schiefgehen. Und garantiert zum Probieren ein Traum. Und sie ist nicht so extrem fischig, also keine fiese Bouillabaisse oder ähnliches, sondern einfach nur rund im Geschmack. Und Johann wird es nachher auch noch begreifen. Ich glaube das auch. Guck mal, was wir jetzt hier machen. Wir machen jetzt hier die Schwarzwälder Kirschtorte im Glas. Guck mal. Schokoladenbiskuit zerbröseln. Mal gucken, und ich muss auch direkt wieder probieren. Wenn's Kirschen rein. Die Creme würde ich gerne mal probieren. Ja, ich auch. So, schön reinmachen hier. Mm. Dann Mensch. Machen wir jetzt rein. Darauf. Kirschen. Ist ja auch kaum Alkohol drin in der Creme. Lass mich das mal machen. Ja, komm her. Ich finde auch, da fehlt locker ein Liter Wodka. Ne? Ich finde auch. Also. Aber ganz da locker. Da hat er aber gegeizt. Mhm. Wahnsinn. Nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel. Nein, 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 nein. Und jetzt wieder. Jetzt wieder Brösel drauf machen. Hier. Schön schichten, immer gleichmäßig. Mhm. Komm, hau weg, nimm dir mal mit rüber die Schüssel. Nee, habt ihr nichts mehr zu tun da drüben? Schön schichten. Wir sind schon fertig und es schmeckt unglaublich lecker. Mhm. Wir sind fast fertig. Ich bin so froh, dass ich beim Horst in der Gruppe bin. Freut mich da sehr drüber. Wieder Kirschen drauf. Wir werden jetzt auch wunderbar anrichten. Ja, guck mal, die reagieren gar nicht mehr. Wahnsinn. Jawohl. Bei so einer Schwarzwälder Tochter fehlt mir jetzt der Biskuitboden. Weißt du, der oder so, so ein schöner Mürbeteichboden. Ich glaube, der da meint er ja die Brösel, ne? Die Brösel. Glaube ich. Ja. Aber das Couscous, wann kommt das jetzt ins Glas? Ich bin auch leicht irritiert. Weil er müsste doch eigentlich jetzt auch noch dazu, aber geht doch nichts mehr drauf. Wir haben ja eine ganz runde Sache hier, ne? Die Fischsuppe und dann schön das Rindergeschnetzeltes vom Glück. Wieso eigentlich glückliches Rind? Weil du das in der Hand hattest. Ah, okay. Jetzt guck mal, Horst, hier bitte. Jetzt guck mal, jetzt ohne Witz, jetzt guck. Wir sind von hier am Gucken. Wir gucken wie verrückt. Also aussehen tut schön. Mhm. Ne? Mhm. Mal sagen. Wir müssen gleich schon auf den Reis gucken, ne? Ja. Was ist denn? Schokolade? Schokoladenstreuche drauf. Ja. Okay. Was meinst du dazu? Schau gut aus, ja. Schau gut. Schwarz für die Kirschtorte im Glas. Guck mal, so einfach geht das. Sag mal, wer kriegt denn nix? Wie? Wir sind hier nur zu dritt. Ja. Was? Wahnsinn. Was ist da nichts? Johann, du hast doch gar nichts gemacht. Den frierst du schon wieder? Ja klar, Klaus Jäger hat mir geschrieben. Was ist der? Ja, weiß ich nicht. Moment, ich nehme sie rüber. Genau, ich nehme sie rüber. Aber das ist ein netter Kerl. Der hat ein Foto dabei. Das können wir aber auch mal sehen, oder? Was, den Klaus Jäger? Ja, das, Foto. Ja, selbstverständlich. Ich bin ja einer, der auch immer der gerne schnell länger. Aber jetzt darf ich nicht mehr in der Suppe rühren, dann stehe ich hier. Was mache ich jetzt? Probier ich hier mal. Ein bisschen. Habe ich schon ganz oft. Aus. Ja, Jäger hier. Ja, schönen guten Tag, Herr Jäger. Horst Lichter von Laferlichter Lecker am Telefon. Hallo, Herr Lichter. Es ist sehr schön, dass ich Sie erreichen konnte. Herr Jäger, Sie hatten eine Frage an uns. Ja, und zwar, ich habe eine Frage, Herr Richter. Ja. Sie haben doch sicherlich einen Trick dabei. Und zwar, wenn Sie eine Rindsbouillon oder überhaupt eine Bouillon machen wollen, wie ich die immer richtig klar bekommen kriege. Also damit die also auch wirklich sauber aussieht. Bei mir ist es meistens immer milchig, so eine Rindsbouillon oder eine Fleischbouillon. Ja, die dürfen Sie nicht so wild kochen lassen, die Bouillon. Aber da hilft auch, wenn Sie einen klaren mit reintun, schon mal. Ne? Also, nein, Entschuldigung, ja, nein, das war Blödsinn. Ganz wichtig ist, wenn Sie eine Brühe ansetzen. Ja. Am Anfang langsam aufkochen lassen, dann das Eiweiß oben abschöpfen. Danach darf sie nur noch leicht sieden, aber nicht mehr brodeln und kochen. Dann kann Ihnen eigentlich die Brühe niemals trüb werden. Das heißt, dann lassen Sie die stundenlang auf dem Ofen, dann vorsichtig passieren, ruhen lassen, damit sich wieder die Grobstoffe auf dem Boden absetzen. Und dann können Sie sie umschütten, vorsichtig natürlich mit einer Schöpfkelle, Gemüse schneiden, die Inhalte mit reintun. Und dann kann Ihnen die eigentlich auch nicht wirklich trüb werden. Sollte sie Ihnen trüb geworden sein, kann man das auffangen mit Ei, indem man Ei mit reintut. Das Ei bindet diese Schmutzstoffe in der Brühe und man kann das Ei wieder rausholen. Aber vielleicht hat der Johann da noch eine ganz andere Variante. Johann in der Sterneküche, ihr kocht doch Brühe mit Champagner, ne? Ja, ich gebe ihn mal rüber. Also,
Der Horst hat in der Tat immer so ein kleines Döschen mit so einem Pulver, aber das wollte er jetzt nicht gerade sagen, wie das sonst geht. Ach so. Bitte? Das ist sogenannte M-Pulver. Nee, Spaß beiseite. Man kann die Brühe in der Tat klären mit Eiweiß, nicht mit Ei. Man nimmt also etwas durchgelassenes Fleisch, ein Fleisch aufgedreht, gibt Eiweiß dazu. Und dann setzt man die kalte Brühe mit diesem Fleisch und Eiweiß wieder auf und lässt das ganz langsam aufkochen. Aha. Und dann kommt da eine ganz klare Brühe raus, Horst. Ja, stimmt. Das finde ich aber toll von Ihnen, dass Sie mir den Tipp geben. Ja. Ich habe immer meine Schwierigkeiten dabei. Ja. Also, mein Tipp. Sind Sie jetzt zufrieden mit unserer Aussage? Ja, aber ich habe noch mal eine, Herr Lichter, eine Bitte. Oh, Lichter, Horst, komm her. Ja. Horst. Herr Lichter, eine Herr Bitte habe ich. Ja? Machen Sie doch mal was echt Kölsches. Was echt Kölsches? Gibt's doch ja, nichts. Also mit Kartoffelchen und so. Kommen Sie bei uns aus der Gegend? Nein, ich bin in Niedersachse. Ja, dann werde ich das nächste Mal was Kölsches machen. Da würde ich mich aber sehr drüber freuen. Mach ich nur für Sie, Herr Jäger. Ach, ja. Sag mal gerade, was echt Kölsches ist. Was ist denn für Sie was echt Kölsches? Was ist es? Sie sind doch der Köln. Ja, ist gut, dann mache ich was. Dankeschön, Herr Jäger. Tschüss. Okay, danke, tschüss. Er weiß es nicht. Ja, er weiß es nicht. Ja? Guck mal, die richten da schon an. Das machen wir. Oh, ist das schön. Ja, klar, ich entschied dich schon an. Hier, was ganz Altes. Ich liebe sowas. Da füllen wir jetzt ganz vorsichtig die Fischsuppe ein. Aber ich würde schon gerne noch jemand haben, der... Aber sag mal, Horst. Ja, bitte, Johann. Das Rind war da vorher schon tot hier. Wie, das Rind war vorher schon tot? Ja, sicher, das... Wie lange kochst du das noch hier? Wir können jetzt einfach nichts Nettes sagen. Das ist Wahnsinn. Nee, können Sie nicht, weil es schmeckt ja von... Sie werden das ja gleich probieren. Es ist wirklich sehr lecker. Soll ich dir helfen? Soll ich dir vielleicht den Topf halten? Ich möchte das nicht schütten, weißt du? Ich möchte das nicht kaputt machen. Weil der Fisch sonst kaputt ist. Ohne Spaß. Ja, muss noch ein bisschen Creme fraiche rein. War das Rinde? War das Rinde für dich? Komm mal her, ich kipp dir mal den Topf. Das war Hüfte. Rinderhüfte. Rinderhüfte. Aber halt, Moment, das war ein glückliches Rind. Das haben wir vergessen zu betonen. Ich versaue den ganzen Rand. Ja, Johann, warum? Was ist mit dem Tier? Sag's mir. Bitte. Das macht mir einen sehr alten Eindruck. Das Tier. Bei mir sterben die Tiere auch nicht gewaltsam, sondern aus einem natürlichen Tode. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Das hättest du wirklich jetzt für dich behalten sollen. Ja. So. Wahnsinn. War das nicht gut? Nee, wahnsinnig sind die Tiere nicht gewesen. So. Das wäre noch. So, jetzt kannst du das vorsichtig draufschütten, ja? Weil ich mache das so, damit da nichts passiert. Schwuppdiwupp. Ja, jetzt machen wir das schön sauber. Guck mal, das kannst du dann auch rauskuddeln. Ja, so. Was? Darf ich die mal kurz? Wunderbar. So. Etwas Küchenrolle sauber. Hast du noch haben Küchenrolle, Johann? Der hat meine geklaut. Da drüben ist Koriander. Der Herr Lauf. Im Kühlschrank ist noch Koriander. Guck mal, so ein kleines Schälchen. Also ganz kurz fasse ich nochmal zusammen. Ich habe hier Couscous auf der Platte mit Frühlingslauch, mit Chili, mit Essig, mit den Schalotten angerichtet. Jetzt wir haben genau. Wir haben es angerichtet. Dann haben wir hier Korianderkraut. Okay. Das machen wir jetzt hier mal bitte rundherum schön drauflegen. Wo, hier meinst du? Oder? Nee, da. Auf die Platte rundherum. Okay. Anstelle von Koriander kann man natürlich auch, wenn man das nicht mag, kann man auch gerne etwas Petersilie nehmen, aber schmeckt natürlich nicht so gut. So, dann habe ich die Macadamienüsse einfach gehackt und geröstet in der Pfanne ohne Fett, Horst. Ja, wenn man die Dings nimmt, kann man auch Seife nehmen, ist geschmacklich identisch. Was? Koriander. Wieso? Das schmeckt wie Seife. Ja, nur bei dir in Köln. Nein, Koriander schmeckt nach Seife. So. Ich find's lecker. Okay. Seife. Ja, keine Ahnung, wer macht. Er findet Seife lecker. So. Jeder hat da einen anderen Geschmack. Was machen wir denn mit der schönen Zitrone jetzt? Okay. Die legen wir auf die Fischsuppe drauf? Ja, so ein bisschen zur Deko. Und ich darf jetzt mal das Fleisch anschneiden, Horst, ja? Bitte, Johann. Möchtest du eine Scheibe? Gerne. Weil ich würde das dann austauschen mit meinem. Dein Messer ist aber auch schön scharf, ne? Oder wehrt sich das Tier? Genau. Machst du das mal so schön um auf die Pfanne? Einfach drauflegen. Wow. Ja! Es geht doch! Ich nehme die Scheibe, Johann. Ja? Man achte auf seine gebückte Haltung. Ja? Ich bin ehrfürchtig. Auf den Buckel, den er macht. Mit der Eleganz, wie er das darüber das transportiert, Fleisch. Das Fleisch. Das ist schon, schon große, große Kunst. Das ist Fleisch, ja? Sehr schön. Lecker! Ja. Augen stur geradeaus auf die Teller gerichtet. Sehr schön, ja?
Der müsste ja fertig sein. Wenn das 8 Minuten sind, müsste der seit 7 Minuten gar so sein. Macadamia-Nüsse drauf? Nee. Lass mich das mal. Ich muss das machen. Ja, bitte, Mutti. Klein gehackte Macadamia-Nüsse. Okay. Gut. Guck mal. Und wie immer, Bernd, sind wir beide vorher fertig. Komm. Ja. Nein, die Fisch. Nimm die Platte mit, bitte. Also, wenn ich noch mal kurz zusammenfassen dürfte, meine Damen und Herren. Johann, dann kannst du jetzt wieder was lernen. Und zwar eine Fischsuppe, mal schnell gekocht, eine rote Fischsuppe, die optisch sehr, sehr schön ist. Die nicht penetrant nach Fisch schmeckt, sondern nur der Fisch nachher gedünstet in der Suppe ist, wie es sein sollte. Das heißt, mit Weißwein, gehen Sie mal rüber, junger Freund. Das mache ich jeden Tag. Junger Freund, das können Sie gar nicht jeden Tag machen. So, dann dieses wunderbare Geschnetzelte. Das heißt, schön Datteln anbraten, Zucchinis, Champignons, Knoblauch in ein bisschen Öl, das Rinderfilet oder Hüfte separat anbraten, mit Weißwein ablöschen, mit diesem herrlichen Curry von Alfons. Komm, jetzt hör auf damit jetzt. Genau. Prost. Alfons so, Lafer. Guck mal, hier. So. Von Alfons. So, hier. Mal gucken. Wie immer. Bitte sehr. Rinderfilet mit Couscous. So. Glas mit der Kirschtorte im Glas. Da vorne hin. Aber hier sitzen unsere wir. Tischdeko ist ja wohl viel schöner, mit Engelchen da. Und so. Ja. Aber wir haben eine Spardose auf dem Tisch. Heißt das jetzt was? Ja, ich soll mir wahrscheinlich was sparen für Kochbücher zu kaufen. So ist er. Guck dir das an, super. Ich komme. Kann ich dir noch helfen? Was ist das denn jetzt hier? Das sind rote Beetesprossen. Rote Beetesprossen. Ja. Oh, sieht das lecker aus. Kommt euch so bitte mal schön. Herr Lichter, haben Sie einen Flaschenöffner? Jetzt schaut euch mal bitte unseren Tisch an. Ja, habe ich selbstverständlich. Eine gute Küche hat alles an Gerätschaften. Ist das schön. So. Ich hab's verliehen. boykottiert uns. So. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das da sieht tatsächlich schöner aus. Es ist mit wahrscheinlich mehr Ehrfurcht gemacht worden. Aber die größere Liebe ist in dieser Suppe, in diesem Geschnetzelten. Und es ist das erste Mal, dass 8 Minuten Reis nach 17 Minuten immer noch locker und körnig ist. Und liebe Zuschauer, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir so tolle Gäste hatten bei Lafer Lichter Lecker. Herzlichen Dank, Bernd Herzsprung, und herzlichen Dank, Janine Fischer. Liebe Zuschauer. Ich habe eine Fischsuppe gekocht. Ja, sie heißt nicht Janine Fischer. Ich heiße immer noch Kunze. Ja. Kunze. Was? Deine Fischsuppe hat mich verrückt gemacht. Ja, das ist eine Kunze-Suppe hier. Okay. Ja? So, das muss man schon sagen. Möchtest du auch Fischsüppchen haben? Sehr gerne, bitte. Ja, wir haben sogar. Ich sage dir noch, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.